Das ist jetzt einfach nur ein Bit aus einer Speicherzelle, nämlich aus der Speicherzelle vom ersten Buchstaben aus der ersten Zeile, der gerade auch aktiv ist, schönerweise. Wenn wir da jetzt was einspeichern, ja, wir speichern da jetzt einfach mal ein Bit rein. Ich weiß gar nicht, ist da jetzt ein Bit drin oder nicht. Ah, ich weiß nicht, ob die Dinger negiert sind oder nicht. Ist ja auch, also wenn ich hier reinschreibe, wenn ich hier ein Signal wegnehme. Die sind negiert. Okay, also, wenn ich hier was reinschreibe, wenn ich hier das Signal wegnehme, ist das so wie Bit schreiben. Wenn ich hier was reinschreibe, geht diese Leitung aus, ja? Das heißt, wenn diese Leitung aus ist, ist dieser Bit an. Es ist also ein negiertes Signal. Okay? Dieses negierte Signal, dieser Bit ist also gerade eingeschaltet, geht hier in diese T-Kreuzung. Nach rechts heißt in die erste Zeile, nach links heißt in die zweite Zeile, glaube ich zumindest, oder? Können wir direkt mal überprüfen. Das hier ist die zweite Zeile. Entschuldigung. Nach links heißt in die erste Zeile, nach rechts heißt in die zweite Zeile, okay? Gut. Wenn ich jetzt, so wie hier, diesen Bit aktiviert habe, kann er sich jetzt aussuchen, ob er nach links in die erste Zeile geht oder nach rechts in die zweite Zeile. Er soll in dem Fall in der ersten Zeile ausgegeben werden, weil wir ja in der ersten Zeile sind und die kann nur oben angezeigt werden. Das heißt, er muss auf jeden Fall nach links gehen, okay? Da diese Querstrebe hier aktiv ist, dadurch, dass diese erste Möglichkeit aktiv ist, geht diese Fackel hier aus, wodurch das nach links gehen für den Bit freigeschaltet ist, wodurch er in der ersten Zeile aktiviert werden kann und angezeigt werden kann. So, diese ganzen T-Spaltungen hier, diese Aufspaltungen für jeden Bit, den haben wir in allen Bits, in allen Zeilen, in allen Spalten. Das heißt, jeder Bit von jeder Kombination, von jedem Buchstaben kann entweder nach rechts oder nach links gehen. Okay? Das heißt, entweder in die obere oder in die untere Zeile. Da jetzt gerade diese Querstrebe hier aktiv ist und diese Fackel ausgegangen ist, steht die Möglichkeit für diese Fackel anzugehen. Weil nämlich, wenn wir hier Strom draufsetzen, hat diese Fackel keine Möglichkeit mehr anzugehen, weil diese Leitung hier ständig unter Strom steht. Deswegen kann diese Fackel hier nicht mehr angehen. Das heißt, wenn wir hier diese beiden Leitungen unter Strom hätten, wäre dieser Bit, also dieser Buchstabe hier gesperrt, wodurch dieser Buchstabe hier nicht mehr auf dem Bildschirm angezeigt werden kann. Das würde dann für die ganze Reihe, also für die ganze Zeile so gehen. Das heißt, diese Zeile wäre dann gesperrt. Ihr seht, diese Leitung hier geht bis nach ganz hinten durch. Das heißt, alle 7 Bits von dieser Reihe würden dann quasi links und rechts gesperrt sein. Das heißt, die erste Zeile würde nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen sein, weder unten noch oben. So. Da sie aber hier freigegeben ist, kann sie oben angezeigt werden. Das heißt, dieser Bit kann in diese Wendeltreppe hier geleitet werden, die nach unten geht, und in den Decoder geleitet werden. Puh. Das ist ziemlich viel Kauderwelsch auf einmal. Ich merke gerade, dass es totaler Schwachsinn ist, was ich hier laber, weil es einfach so kompliziert ist, dass wahrscheinlich die Hälfte von euch es nicht verstehen wird. Und wenn doch, dann habt ihr schon relativ viel mit Redstone gearbeitet, wahrscheinlich. Ich versuche mich jetzt einfach mal in die Situation eines Redstone-Line zu versetzen und ich würde hier einfach gar nicht durchblicken. Deswegen mache ich es hier unten nochmal kurz als Crashkurs. Wir haben eine Reihe von Buchstaben mit dem jeweiligen Buchstaben. Wir sagen einfach mal, wir hätten in jeder Reihe Buchstaben, also in jeder Reihe 3 Buchstaben, die man beschreiben kann. Okay? Das heißt, das hier sind dann diese 7-Bit-Speicherplätze und die könnte man dann anhand der Tastatur beschreiben. Das heißt, hier kann man dann einfach ein A reinschreiben, dann würde das A auf der Bildschirm ausgegeben werden anhand des Binärcodes, der hier eingespeichert wird. So, wir hatten gesagt, dass sich hinter diesen Speicherzellen diese T-Kreuzung befindet. Ja. Und anhand dieser T-Kreuzung entscheidet sich, wo die Zeile ausgegeben wird. Entweder unten, na, unten war hier, oder oben. Ja. Die Pistons stehen jetzt für oben, die Sticky Pistons und die Nicht-Sticky Pistons stehen für unten. So. Grundsätzlich
sind all diese Buchstaben blockiert in einer Zeile, ja? Das heißt, wenn das jetzt die erste Zeile ist, ist diese gerade blockiert. Das heißt, wenn hier ein Signal rauskommt, kann dieses Signal weder nach rechts oder nach links gehen, weil beide blockiert sind. Das heißt, es kann weder oben noch unten angezeigt werden. Das gleiche gilt für alle Buchstabenspeicherplätze in dieser gesamten Zeile. Wenn jetzt allerdings die erste Zeile ausgegeben werden soll, und wir wissen, dass die erste Zeile nur oben ausgegeben werden kann, weil darunter würde es keinen Sinn machen, das wäre logisch einfach völlig schwachsinnig, dann wird die Blockierung von nach oben einfach für die erste Zeile aufgehoben, dadurch, dass diese Logikquerstrebe hier aktiviert wird, also diese Säule für Möglichkeit 1. Dadurch wird diese Blockierung hier aufgehoben in der gesamten Zeile, wodurch das Signal, wenn hier ein Signal vorhanden ist, in die erste Zeile geleitet werden kann. Okay? Das heißt, wenn ich jetzt hier ein A reinschreibe, dann kann das A in die erste Zeile geleitet werden. Allerdings nicht in die untere, weil diese immer noch blockiert ist. Okay? Wenn ich jetzt Zeile 2 beschreibe, die sich jetzt hier drüber befinden würde, die ich jetzt aber nicht baue, weil das einfach zu umständlich wäre, dann, beziehungsweise in Zeile 3 wechsle, dann wird ja Zeile 1 aus dem Bild rausgedrängt nach oben. Das heißt, wenn Zeile 1 rausgedrängt wird, wird ja diese zweite Säule hier aktiv für Möglichkeit Nummer 2. Da wird die erste Zeile gar nicht mehr behandelt, deswegen wird diese einfach wieder blockiert. Wodurch, obwohl immer noch Signale in dem Speicherplatz drin sind, das Signal nicht mehr nach oben oder nach unten geleitet wird. Was dazu führt, dass diese Zeile zwar noch abgespeichert, aber nicht mehr ausgegeben wird. So, genug gelabert über diese Freischaltung. Entweder man versteht es oder man versteht es nicht. Hier seht ihr, dass diese Freischaltung über diese 7 Bits geht. Jeder von diesen Querstreben ist für einen Bit zuständig, nämlich für den jeweiligen Bit in der gesamten Breite der Zeile. Das heißt, hier Bit 1 für alle 7 für alle 10 Speicherzellen. Das hier umfasst also alle 7 Bit, diese Treppe hier bis hier oben. Und hier fängt dann schon wieder die neue an. Ihr seht, das macht immer diesen Knick, weil das immer ab der nächsten Möglichkeit 1 weiterspringt, logischerweise. Wenn es nicht so logisch wird, ist es auch egal. So, hier kommen wir auch direkt zum nächsten Thema, nämlich zu der Anzeige, welche Zeile aktiv ist und welche nicht. Wir haben ja davor immer diese Zahlen stehen. Diese werden auch durch diese Logikgatter hier unten erzeugt. Das heißt, wenn der Zähler da unten auf Position 1 steht, so wie er jetzt steht, ist diese eine Leitung aktiv, genau die eine Leitung von 5. Und hier unten ist diese Leitung auch aktiv, okay? Das heißt, wenn diese Säule hier an ist, aktiviert die einmal diese Leitung hier unten und einmal diese Leitung hier oben. Es sind aber jeweils eine Leitung von 5 Leitungen, okay? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum 5 Leitungen? Wir haben doch 6 Leitungen, wir haben doch 6 Zeilen. Ist aber Quatsch, weil Zeile 6 niemals oben angezeigt werden kann und Zeile 1 kann niemals unten angezeigt werden. Das heißt, wir haben immer nur 5. Okay? Reine Logik. Wir haben also 5 mögliche Zahlen oben und 5 mögliche Zahlen unten. 1, 2, 3, 4, 5 oben und 2, 3, 4, 5, 6 unten. So. Und da hier diese Gloster-Treppe aktiv ist und diese beiden Leitungen hier aktiv sind, stehen die ganz einfach für Zeile 1 und für Zeile 2. Das heißt, wenn hier du eins runterschaltest, dann wird diese Gloster-Treppe in die zweite gewechselt, dadurch jetzt der Zähler hier unten eins weiterspringt. Dadurch wird hier die 2 aktiv und hier unten die 3. Das heißt, der Zustand hier unten wird einfach hier oben übernommen, durch diese langen Leitungen geschickt und dann hier hinten in die jeweilige Zahl. Womit wir auch schon bei den Decodern wären. Ja, man kann hier in den kleinen Decodern ziemlich gut erklären, wie die großen hier vorne funktionieren. Das ist ziemlich praktisch, weil ich nämlich keinen Bock habe, hier durch dieses Gewust zu fliegen und zu erklären, wie das funktioniert, weil es hier genauso gut geht. Wie ihr seht, kommt hier eine Leitung an, die aktiv ist. Das System weiß jetzt nicht, welche Leitung das hier ist und weiß auch nicht, wofür es steht. Das ist völlig egal. Allein wir wissen das anhand der Tatsache, dass da hinten eine 6 ausgegeben wird. Dem System ist völlig egal, was da hinten ausgegeben wird. Wir haben als Ersteller dieses Systems festgelegt, was ausgegeben werden soll, wenn diese Leitung hier aktiv ist.
mithilfe dieses Decoders, beziehungsweise mithilfe dieser ROM-Einheit. Entschuldigung, es nennt sich nicht Decoder, sondern ROM-Einheit hier, weil nämlich hier gelesen wird, was passieren soll, wenn diese Leitung aktiv ist. ROM, wie ihr vielleicht wisst, heißt Read-Only Memory, das heißt, diese Einheit hier kann nicht beschrieben werden wie eine Festplatte, sondern sie kann alleine durch die Aktivierung des jeweiligen Speicherplatzes einen Zustand auslesen, der vorher geschrieben worden ist, der also nicht veränderbar ist, also ein statischer Zustand, der einfach nur ausgelesen wird. So, wie ihr sehen könnt, ist dieses hier die einzige Leitung, die an ist, wodurch diese Fackeln hier aktiviert werden, diese Türme, die nach oben gehen. Und dreimal dürft ihr raten, wofür diese Türme sind. Die Türme sind für die jeweiligen Pixel auf dem Display. Das seht ihr jetzt hier. Die Zahlen werden über Pixel gesteuert. Die über Pistons gesteuert werden. Das heißt, jeder Pixel entspricht einem Piston, der dahinter sitzt. Man kann theoretisch alle Pixel ansteuern von einem Buchstaben. Man braucht natürlich nur. Oh, achso, ja klar, ich habe ja da hinten die Bits verändert. Man braucht natürlich nur die jeweiligen Pixel. Man bräuchte also hier nicht alle Pixel zu bauen, weil man ja. Weil nicht alle Zahlen und Buchstaben alle Pixel abdecken. Es würden rein theoretisch welche übrig bleiben, die niemals benutzt werden. Aber man weiß ja nie, was man so für Kombinationen einbaut. Deswegen können theoretisch alle diese Pixel hier benutzt werden. So, praktisch jedoch nicht, weil wir ja gerade festgelegt haben, oder nicht festgelegt, weil wir ja gerade gesagt haben, dass eine ROM einmal geschrieben wird und danach nur noch ausgelesen werden kann. Das heißt, alle Zustände, die hier eingespeichert sind, sind fix, die können nicht mehr verändert werden. Alle Buchstaben und Zahlen, beziehungsweise hier sind es nur Zahlen, die hier drin eingespeichert sind, können nicht mehr in einem Nachhinein von da vorne irgendwo maschinell geändert werden, sondern nur manuell, indem man hier reinfliegt und die Verkabelung ändert. So, diese Pistons werden von Leitungen angesteuert natürlich. Das heißt, jeder Pixel hat eine eigene Leitung. Und jede dieser Leitungen führt in eine Treppe hier. Falls ihr es noch nicht wisst, Half-Slabs leiten Strom nach oben, ohne dass man eine Wendeltreppe bauen muss. Also einfach in die Nacelle nach oben rein. Das sieht man hier schön. Der Strom wird einfach in die Nacelle Half-Slab reingeleitet. Ja, das heißt, das Signal kann hier nur von unten kommen, weil Half-Slabs das Signal nur nach oben leiten. Was uns sehr zum Vorteil ist, weil das Signal nämlich so nicht nach unten und nach oben gehen kann, sondern nur nach oben. Was wir hier auch wollen. Ja, das heißt, jede von diesen Treppen hier entspricht einem Pixel hier hinten, weil wir die Pixel hier so schön um die Ecke gelegt haben. Das heißt, alle Pixel gehen nach links und nach rechts weg, wodurch jede von diesen Treppen für einen Pixel zuständig ist. Das heißt, man braucht jetzt nur noch diese Verbindung hier, diese Leitung, die aktiv ist, mit den jeweiligen dafür zuständigen Pixeln zu verbinden. Das heißt, wenn wir wissen, dass diese Leitung hier 1 bedeutet, brauchen wir diese Leitung nur mit den Pixeln von 1 zu verbinden. Das heißt, wir müssen uns da vorne angucken, welche Pixel brauche ich für eine 1, gucke, in welche Treppen diese Pixel führen und verbinde diese einfach, tada, mit dieser Leitung hier. Das heißt, wenn diese Leitung aktiv wird, werden diese Treppen aktiv, werden diese Pixel da hinten aktiv. Und sobald diese Leitung wieder ausgeht, wie ihr da hinten seht, passiert da was. Die 1 wurde gerade ausgeschaltet. Ich fliege einfach mal dahin, um es zu zeigen. Ihr seht, alle Pixel wurden wieder rausgefahren. Ich fliege einfach mal davor, dann sieht man es besser. Die 1 ist deaktiviert, weil ich diese Verbindung getrennt habe, die den Strom in die ganzen Pixel leitet, die für 1 zuständig sind. So, da ich natürlich auch andere Zahlen einspeichern möchte, jetzt ist die 1 wieder aktiv auf dem Display, habe ich diese Treppen hier benutzt, damit ich auch von weiter unten an dieses System anschließen kann. Das heißt, ich kann von weiter unten auch eine andere Zahl einspeisen, die auch in die gleichen Pixel geht. Das heißt, wenn ich hier diese Leitung ausschalte und hier unten Strom draufsetze, das ist jetzt die 1, 2, 3, müsste die 3 auf dem Display angezeigt werden, weil die erste und die zweite Leitung beide aus sind. Und nur die dritte an ist und die dritte angeschlossen ist an die Pixel für die Nummer 3.